Guten Tag. Ich habe heute etwas Neues dazu gelernt, was vielleicht auch für den Rest der Welt nicht uninteressant ist. Man kann, wenn man beispielsweise kein Waffeleisen zur Verfügung hat, auch Waffeln auf einem Raclette oder einem Reiskocher machen. Die sind dann von der Beschaffenheit zwar nicht so, wie man sie von einem Waffeleisen kennt, aber kann man essen. So, dann setzen wir mal fort. Montag, der 8. Heredia getroffen. Sein Sonett über Prometheus. Es scheint mir, der philosophische Hintergrund, die Überzeugung und die wohlbedachten Zweifel sind ihm noch nicht zu eigen. Aber er besitzt eine reiche und exakte Form. Er ist Realist und Dichter. Ich kann hier nur eine Beobachtung erwähnen, die ich entwickeln möchte. Die Beschreibung der geringsten Gegenstände, der allgemeinsten Dinge ist poetisch, wenn sie genau ist. Aber von welcher Genauigkeit? Es gibt in der Tat Beschreibungen sehr unterschiedlichen Charakters, die man von ein und demselben Gegenstand machen kann. Der Mathematiker definiert durch geometrische Lehrsätze, der Handwerker durch Qualität und Gebrauchsfähigkeit den Endzweck, der Kaufmann durch den Wert, schließlich jeder durch das besondere Wesen seines Berufs. Denn eine Sache wird ebenso definiert durch ihre Beziehungen zu den Betrachtern wie durch ihre eingeborene Natur. Welches ist also die poetische Beschreibung? Sie besteht darin, dem Gegenstand sein Leben, die Fassbarkeit und die Aktivität zu verleihen und seine Sitten zu zeichnen. Kurz, in allem eine Person zu sehen und ihr gegenüber die sympathische oder antipathische Leidenschaft erwecken, die man auch für den oder gegen den Menschen empfindet. Le Cantelil würde diese Definition nicht durchweg billigen. Immerhin schließt sie die Darstellung des realen Details und der physischen Eigenschaften des Gegenstands nicht aus. Ball bei Madame M. Ich begreife nicht, warum hässliche Frauen auf einen Ball erscheint. Das ist ein Widersinn, seltsame Illusion der Frauen zu glauben, die Kleidung lasse Gesicht und Figur vergessen. Ich hasse die Hässlichkeit, ich hasse sie so sehr, dass ich unbarmherzig und ungerecht gegen diese armen, stiefmütterlich bedachten Geschöpfe bin. Die Hässlichkeit ist ein Danebentappen, eine Torheit, eine Farce der Natur. Sie bringt mich auf. Eine hässliche, mit Schmuck behängte Frau ist und kann nur sein ein ungefügtes Stück Holz. Man bedauert, dass ihre Kleider sie nicht ganz verstecken. Eine Brünette mit schönen Augen und dunklem, schweren, wundervollen Haar. Wirkung, dunkle Haare auf einen schneeweißen Hals, aber die Worte weiß und schwarz drücken in der Sprache zwei allzu entgegengesetzte, allzu entschiedene Farben aus. Ein weißer, zarter Hals beugt sich und nimmt den Schnee den Glanz. Diese Verse von Chenier sind eher anmutig als wahr. Die so zarte, so matte weiße Haut hat nichts mit dem rohen, schreienden Weiß des Schnees gemein. Die Dichter haben eine derart dürftige Palette, dass sie sich an die Ungenauigkeit und an die konventionellen Vergleiche gewöhnen. Der Palette fehlen die Abstufungen. Die Sprache gibt wohl die angesprochenen Töne wieder, aber da ihre Entwertungen zahlreich sind, kann sie ihnen nicht folgen. Dienstag, 9. Ich sollte meine täglichen Eindrücke noch am gleichen Abend aufzeichnen, denn ich sehe, dass ich am Tag darauf meine Einstellung geändert habe und dass mein Bericht nicht mehr gleichgetreu ist. Junger Mensch, der mir missfällt. Unter den Männern, die ihre Leidenschaften erliegen, unterscheide ich genau diejenigen mit den Herzen, bei ihren Liebschaften sind, von denen, die nur ihre Sinnlichkeit frönen. Der bedächtige Lebemann, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, gehört zu der mir verhasstesten Art. Ich entschuldige nur den Menschen, der, wenn er weh tut, beklagt, dass die Jugend nicht lieben kann, ohne schlecht zu handeln. Ja.
Früchtetee oder so? Ja, weil Früchtetee kann man immer trinken können. Ja, das sowieso. Fenchel, klar, wie gesagt, das kriegen jetzt schon die Babys, wenn die Bauchweh haben. Ja. Ja, gut, aber ich meine, Tee ist ja jetzt kein Medikament. Klar, doch, dass wir dann schlecht davon gehen. Aber rechne mal nicht damit, dass das wieder alles dann besser ist. Aber du kannst auf jeden Fall nichts falsch machen damit. Ich auch nicht. Ja, aber übergehen muss ich nicht. Ja, das ist schon mal gut. Dann verlierst du wenigstens keine Elektrolyte. No? Das ist ja schon mal gut. Ja, das ist schon mal ganz gut. Ja, was willst du machen, ne? Es ist halt blöd, dass es jetzt gerade das Wochenende ist. Ne? Sonst hättest du ja vorher schon mal zu Nolte gehen können. Ne? Was denn? Was ist egal? Ja, ja, genau. Morgen bist du ja sowieso da. Ist halt, wie gesagt, blöde gewesen, dass jetzt das lange Wochenende dazwischen war. Aber jetzt ist ja morgen schon Dienstag. So, Leute, warum nicht? Nee, die Petra hatte zu dir gesagt. Dann habe ich dann noch zu dir gesagt, ja, aber... Ich hätte mir jeweils eigentlich lieber gewesen, wenn du nicht ins Krankenhaus gegangen wärst. Aber zum Nolte kann es natürlich gehen, weil der Nolte, der hat mit Sicherheit, beziehungsweise dieser Dr. Wischer, der hat mit Sicherheit mehr Zeit. Sie ist immer noch da und redet. Sie ist immer noch unterbrochen. Ja gut, aber da kennt die sowieso mal an Mutti. Da wird bestimmt keiner irgendwie einen direkt auf den Leib rücken. Das glaube ich sowieso nicht. Ja, da haben die selber im Moment zu viel Angst vor. Ja, ja, aber ich gehe da auf jeden Fall hin, weil... Nee, aber es kann ja wirklich sein, dass der Arzt sagt, wissen Sie was? Würde ich jetzt weiterlesen, würde man eh nichts verstehen. Ja. Aber ich will irgendeiner in der Kur oder so. Zumindest die Sache so zu Ende bringen wie immer. Achso, der Gärtner, ja. Auch wenn ich nicht lesen kann. Das war vielleicht blöd gewählt, heute meinen Platz so öffentlich zu wählen. Aber wenn das auf die Dauer immer so ist, dann... Ah, wir kriegen noch die Gelegenheit, etwas weiter zu lesen. So. Zu handeln. Ich wage nicht, alle Begebenheiten meines Lebens aufzuschreiben. Ich fürchte, diese nur für mich niedergelegten Zeilen könnten eines Tages gelesen werden. Der Wunsch, von dem geachtet zu werden, ist eines der wichtigsten Phänomene unseres moralischen Lebens. Wie soll man dieses Bedürfnis mit der Schicksalhaftigkeit vereinbaren? Was ist also diese Achtung? Die Überzeugung der anderen, dass wir einen Wert haben. Was ist aber dieser Wert? Ist er eine erfundene Eigenschaft oder haben wir nicht die unbewusste Gewissheit, dass es für Menschen eine Art Stufenleiter gibt, auf der jeder einen tieferen oder höheren Platz einnehmen kann? Ganz nach dem Gebrauch, den er von seinen Wollen macht, aber auch seiner Schönheit, seiner Kraft und so weiter. Es schwebt uns offenbar innerlich ein Typ des vollkommenen Menschen vor und wir legen unsere Ehre da rein. Andere auf die Idee zu bringen, wir seien nicht weit von diesem Typ entfernt.
Aber wir dürfen die Achtung genau genommen nicht mit der Bewunderung für die Schönheit und der Anbetung der Kraft verwechseln. Ein schwacher und hässlicher Mensch weiß wohl, dass er sich für die Anstrengung seines Willens Achtung erringen kann, wenn er gerecht und gut ist. Die Ruhmsucht ist nicht Suche nach Achtung. Sie ist das heftige Verlangen, eine mit Staunen gemischte Bewunderung für die Allgewalt der eigenen Fähigkeiten zu ernten. Einerlei, welche Rolle der Wille in der Sache auch spiele. Man zieht ein wenig Geist großer Tugend vor. Wenn man auf Ansehen aus ist und genau das Gegenteil, wenn man sich bemüht, Achtung zu verdienen. Woher kommt unsere Genugtuung über das Gefühl der Bewunderung der Achtung, die wir anderen einflößen? Man wird naiv antworten, nur davon, dass wir ihr Gegenstand sind. Aber eine solche Antwort löst nicht die Frage nach dem tieferen Grund dieser Freude. Um so zu empfinden, wenn wir ein Objekt der Bewunderung sind, müssen wir uns recht eigentlich als Ursache für das Gefühl unserer Mitmenschen betrachten. Aber wie soll es uns gelingen, unseren Stolz in etwas zu setzen, woran der Wille keinen Anteil hat? Ja. Schön, dass wir wieder etwas Zeit miteinander verbracht haben. Bis zum nächsten Mal.